Ich habe mit 15 Jahren Last Chaos gesuchtet und das habe ich daraus gelernt. Mit 15 Jahren habe ich Last Chaos gespielt. Da gab es einen Ingame-Marktplatz, auf dem Items gehandelt werden konnten. Ich habe hier im großen Stil mitgemischt und extrem viel gehandelt. Ich habe Items günstig eingekauft, 1 bis 2 Wochen gewartet und dann mit Gewinn weiterverkauft. Besonders cool, es gab dieses eine krass limitierte Item, welches jede Spielerin irgendwann einmal gebraucht hat, den Himmelsstein. Damit konnte man seine Ausrüstung stärker machen. Fürs Game mega wichtig. Ich habe mich mit 2 anderen Spielern zusammengeschlossen. Gemeinsam haben wir alle Himmelssteine eingekauft. So lange, bis der Markt leer war. Im Game war der Aufschrei riesengroß. Was ist da los? Wo sind alle Himmelssteine? Wir haben ein paar Tage gewartet, einen Account angelinkt und dann alle Himmelssteine zum doppelten Preis verkauft. Die Community war krass pisst, musste aber bei uns einkaufen. Durch den Move haben wir dann krass viel Cash gemacht. Ich konnte meinen Account pushen, wurde einer der besten Spieler und habe den Account irgendwann für 1000 Euro verkauft. Zwar war das nur ein einfaches Online-Game, aber ich habe gemerkt, wie schlecht Monopole für die freie Marktwirtschaft sind. Während sich ein paar wenige die Taschen voll machen, müssen die anderen dafür leiden und zu viel Geld für ein Produkt ausgeben.